Okay, hier bin ich auch schon wieder mit einem brandneuen Part. Earthbound hat ja auch lange genug gedauert. Und ich habe mich dazu entschieden, ich möchte euch doch mal mitnehmen auf ein paar Level-Ups. Im Endeffekt kriegen wir hier die besten Level-Ups. Und es gibt hier so viele Gegner. Gut, davon sieht man jetzt momentan nicht so viel, aber im Normalfall. Im Normalfall gibt es die. So, ich wollte checken, ne? Genau. Oh, ein Seependant. Was auch immer das jetzt nochmal macht. Aber nehme ich natürlich dankend an. Ich glaube, das hat irgendwie was mit Wasserangriffen zu tun oder so. Ah, guck, da ist ja auch schon ein Gegner. Sehr schön. Zwei! Okay, vor der Sphäre habe ich aber ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Moment, ich stelle das Mikro mal eben ein bisschen weiter zu mir. So. Ich glaube, jetzt hört man mich auch wieder ein bisschen besser. Oh, das ist jetzt aber ein bisschen störend. So ist gut. Behalte ich so. Alles klar, den machen wir erstmal reell kalt. Mit Freeze, glaube ich. Freeze ist für Dinosaurier, glaube ich, nicht so eine geile Sache. Für einen Chomposaurier, Entschuldigung. Aber ich glaube, komm, weil es so schön ist, haben wir nochmal direkt eine Runde Psy Starstorm mit rein. Warum auch eigentlich nicht? Wenn das noch nötig ist. Ich glaube fast nicht, aber. Ah, wobei doch, doch. Doch, der hat schon ein bisschen mehr Power. Ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ich komme mir irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen vor. Jawoll. Auch nicht schlecht. Na gut, immerhin eine Attacke. Nee, bin ich dumm. Oh Gott. Oh, oder auch nicht? Nee, ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, das Spiel hat meinen gesamten Fortschritt, den ich mir schon erspielt habe, nicht gespeichert. Und, oh Gott, ich sehe gerade. Moment eben. Wir müssen. So, wir müssen eben kurz das Videoaufnahmegerät wegmachen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass man das jetzt im Video sieht. Sonst hätte ich es auch drin gelassen. Aber ich glaube, man sieht's. Und das ist halt ohne Webcam, ist es dann scheiße, weil ich glaube, es wird dann mit aufgenommen. Also, falls ihr da so ein hässliches Quadrat, Rechteck gesehen habt, war das nur der Slot, wo eigentlich meine Webcam ist. So, vielleicht sollten wir erstmal noch ein bisschen equippen. Wir haben zum Beispiel gar nichts. Okay, Paula ist voll. Jeff, kann der noch? Ja, das Flamepontor. Oh, das macht sogar gut Verteidigung. Sehr geil. So, Buddy Seapontor macht was? Warte mal. Ach so, Mensch, ich krieg mehr. Hier. Mehr Verteidigung, wenn ich nichts angelegt habe. Alles klar. Okay, Bracer of Kings. Das passt auch ein bisschen mehr zu ihm. Wir können uns natürlich auch noch jetzt ein paar Verbesserungen kaufen. Aber nicht, möchte gerne leveln, weil das wird wichtig. Das Spiel wird halt, wie gesagt, nicht einfacher. Ich weiß auch jetzt nicht, wie oft ich den Satz schon gesagt habe. Aber macht ja auch nichts. Allen voran der letzte Kampf, der wird heavy. Kann man so sagen. Soll ich. Ah, ich glaube, ich benutze doch Psyfire. Warum auch nicht? Haben wir irgendwelche geilen Goods? Ne, das ist, glaube ich, dumm, ne? Weil er hat ja einen Power Shield. Das wäre denkbar ungünstig. Nehmen wir nochmal dieselbe Attacke. Außer bei Paula. 19 HP nur? Okay, das war verschenkt. Scheiße. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Aber. Ah, okay, 6 HP, das geht. Also immer die Hälfte quasi. Das passt schon. Fragt nicht, warum das Ding sowas hat. Oh, Psyfire. Oh, Psyfire. Das macht bei uns aber schon Damage. Scheiße. Hätte ich mal nicht so eine blöde Misskalkulation gemacht. 90 HP Damage, ich glaube auch. Wir bleiben einfach bei Freeze. Warum auch nicht? Gott. So eine Scheiße, der wäre schon längst tot gewesen. Ärgerlich. Oh, das macht dann doch um einiges mehr Schaden. Wir sollten vielleicht uns damit anfreunden, dass wir hier in einer Welt sind, wo Vulkane aktiv sind. Also Feuergegner, die natürlich auf Eis ein bisschen aggressiver reagieren, sag ich mal. Aber gut. So, das ist einfach nur mal nur ein kurzes Video, dass ihr wisst, okay, das Let's Play geht tatsächlich weiter. Ich bin am Aufleveln. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich halt echt das Gefühl, dass mein gesamter Fortschritt, den ich bis jetzt gemacht habe, nicht gespeichert wurde.
Ich meine, könnte man auch annehmen, ne? Ich weiß jetzt auch nicht mehr, was für Levels die Leute hatten. Aber ich glaube, dass es nicht gespeichert wurde. So ein Ärger aber auch. Der ganze Fortschritt quasi umsonst. Okay, komm, machen wir den einfach fertig. 4 Stück davon brauchen wir noch. Dann haben wir das nächste Level ab, zumindest bei Ness. So, Shoot. Ah, das ist Kacke. Hungry HP Sucker. Das ist zum Beispiel geil. Den würde ich tatsächlich auch einmal auf ihn anwenden. Und dann macht Po nochmal eine Runde Starstorm. Das klingt doch alles soweit ganz gut, oder? Aber das ist immer super, wenn sein Körper einfriert. Ist schon mal wieder eine Runde, die er seinen Move quasi verschenkt hat, um wieder aus dieser tiefgefrorenen Sache. Um aus seinem Zustand rauszukommen, meine Güte. Und ja, ich will natürlich auch, dass es weitergeht, klar. Aber leider muss ich jetzt ein bisschen. Wie, nicht genug PP? Ich glaube allerdings auch. Moment. Scheiße, selbst dafür habe ich nicht genug. Okay, das ist jetzt doof. Aber er sollte sowieso nicht mehr allzu viel aushalten, weil ich habe jetzt schon gut was abgezogen. Warum mache ich Psi-Fire? Erklärt mir das mal eben bitte. Ich meine, ist egal, weil er ist eh tot, aber warum Psi-Fire? Habe ich mich wohl verklickt. Na, kann passieren. Sollte nicht, aber kann. Jetzt sollte ich allen voran aber erstmal eben gucken, dass ich noch irgendwo eine kleine Stätte finde, wo ich mich heilen kann. Und da ist ja auch schon eine. Toll. Kann ich hier so rein? Müsste eigentlich, ne? Weil ich glaube. Oh. Ihr Typen riecht richtig gut. Wer ich bin? Na, ich bin Tender. Scheiße, das hat halt echt nicht gespeichert. Was macht ihr in unserem Dinosaurierkäfig? Ich öffne die Tür und ihr macht, dass ihr da rauskommt. Ich bin der Boss, also werde ich euch rauslassen. Okay. Ness Tenderkraut wurde gestohlen und der schreckliche Geruch, der die Gruppe quasi umgeben hat, ist endlich vergangen. Herrlich. So, kann ich mich hier eventuell heilen? Kein Problem hier. Muss ich da mit dir sprechen? Okay, vielen Dank, dass du den langen Weg auf dich genommen hast, um in dieses primitive Land zu ziehen, zu reisen. 400 Dollar! Okay, ihr müsst müde sein. Ich lasse euch hier schlafen für 400 Dollar. Okay, ja, wir haben genug insofern. Das passt schon. Nehme ich so hin. Cool. Ja, jetzt, da wir wieder komplett aufgeheilt sind. Warte mal, gibt's ja auch noch. Das wäre jetzt cool. Die Tender, die es vorziehen zu sprechen, sind in die Lost Underworld gezogen. weil wir diese Stille da oben nicht aushalten konnten. Also sind wir quasi ein separater Stamm. Ich hoffe, wir können irgendwann wieder befreundet sein. Ja. Es war viel einfacher, oben zu leben. Ja. Lass uns Store spielen. Mein Freund Ago liebt dieses Spiel. Also, wie kann ich dir helfen? So, ich möchte natürlich gerne ein bisschen was. Oh, der Ultimate Bat. Da habe ich sogar genug Geld für. Holy Frypan. Ja, das klingt doch alles schon mal richtig lecker. Horn of Life, ja, doch. Oh mein Gott. Da haben wir nicht genug Geld für. Also für den Bat schon, aber. Ja, möchte ich. Ah, okay. Okay. Na, wenigstens sind es faire Preise. Ja, ich möchte dann noch einmal kaufen. Scheiße. Das war jetzt natürlich klar, ne? Warum ist der Ultimate Bat jetzt so viel billiger? Oder ist der billiger? Weiß ich nicht. Yes. Vielleicht kann ich ihm ja noch ein bisschen was verkaufen. Wenn wir noch irgendwie was Geiles haben, ne? Wow, 9 ganze Dollar. Ja, komm. Ja.
Einfach so ein bisschen durch den ganzen Stuff hier klicken. $12, was sind das für Schleuderpreise? Ich habe da viel mehr Geld für bezahlt. Zell, ja, ist jetzt ein bisschen trocken hier alles, aber... So, wir verkaufen mal die Coin of Defense. $1000. Super. Mehr will ich doch gar nicht hören. Ich will zumindest noch die Bratpfanne für Paula kaufen. Und das geht. Die nimmt Paula. Und natürlich auch direkt Equipten. Okay, bringt nicht so viel, aber... Oh, Junge, das sind halt... Das ist viel zu wenig, was er mir anbietet, ey. Ja, ich klicke nochmal eben die anderen durch. Ob die irgendwie was Geiles, Wertvolles haben. Der Casey Bat könnte ich verkaufen. Mache ich auch mal. $19, ne, komm. Ich glaube, das, was ich jetzt noch mache, das ist sinnlos. Schade. Aber gut, die Werte sehen jetzt erstmal noch nicht viel aus. Aber das kann natürlich was komplett anderes heißen, ne? Theorie und Praxis. Und es wird erstmal Zeit, einen Gegner zu finden, der unseren neuen Waffen gewappnet ist. Und ich muss niesen. Aber ich versuch's zurückzuhalten. Kann nicht garantieren, dass es klappt. Oh Gott, ne. Oh, Entschuldigung. Oh, das hatte ich ja noch nie, glaube ich. Puh. Oh, das tut mir leid. Ja, okay, gut. Ich denke mal, dass jetzt gegen Gegner... Wobei, sind die Psy-Attacken dann auch stärker? Ich weiß das ehrlich gesagt gerade gar nicht mehr, aber müsste ja eigentlich rein theoretisch auch was bringen, ne? Boah. Das war gerade ziemlich unangenehm. Irgendwie ist meine Nase auch ein bisschen verstopft. Ein bisschen, aber... Naja, das geht schon. Solange ich nicht nochmal niesen muss, ist ja auch alles cool. Und der Part geht irgendwie richtig schnell vorbei. Wir sind jetzt schon bei 12 Minuten. Und wir haben es sage und schreibe nicht mal bis auf ein Level abgeschafft. Das tut weh. So, aber das gleiche nochmal. Warum auch eigentlich nicht? Und diesmal natürlich immer schön alles das Richtige auswählen, dass ich hier nicht noch länger Zeit mit dem verbringen muss. Wir haben auch so wenig PP, das ist kacke. Aber das macht ja halt auch wieder den Schwierigkeitsgrad aus. Wenn wir jetzt richtig viel PP hätten, dann könnten wir hier so durchrushen, das wäre auch langweilig. Und was haben wir denn als Geschenk bekommen? Eine magische Frypan, okay. Ist die irgendwie geiler? Warte mal. Nee, warte. Erstmal müssen wir das sowieso moven. Und zwar Paula. Wobei magische Frypan, ja, gut. Holy Frypan klingt da dann doch schon besser. Ist es auch. Könnte ich verkaufen. Werde ich auch machen. Weil wir haben gerade für meinen Geschmack schon ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Aber soll man machen, ne? So, irgendwo hier ist bestimmt auch ein Gegner, der unsere neuen Fähigkeiten liebend gerne austesten möchte. Und ich glaube, die... Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Moment eben. Ja, super. Fullscreen ist eigentlich an. Hide Menu Bar. Oh, oder so. Und den Mauszeiger seht ihr ja gar nicht, stimmt. Den habe ich ja ausgeblendet. So, was ist das hier jetzt nochmal für ein Kack? Ah, ein Geysir. Kein Problem hier. Kann ich mich davon auch einfach hochschießen lassen? Das wäre ja cool. Ach ja, genau, das sind Wege nach oben. Stimmt, so kommen wir wieder raus. Das war das. Hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Ich meine, man kommt hier runter, aber man hat nie wieder die Möglichkeit rauszukommen. Wäre ein bisschen doof gewesen, ne? So, was war das jetzt nochmal für eine Höhle? Ich glaube, hier ging es sogar schon direkt weiter, ne? Ja, ging es auch. Okay, wir können natürlich versuchen, jedem Gegner hier auszuweichen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache, ne? Das soll ja eigentlich nicht. Ich würde sagen, das, was wir auf jeden Fall gut machen könnten, wäre erstmal diese beiden Gegner hier zu besiegen. Oh, der böse Elementar...
Das böse Elemental A. Okay, dann gleiches Spiel nochmal. Hier nehmen wir natürlich auch wieder Freeze. Klare Kiste, die Dinger sind rot. Ach, scheiße. Ja, okay. Ist halt kein flächendeckender Angriff, aber dafür Starstorm. Es wäre natürlich jetzt schön, wenn es ein bisschen weitergehen würde, ne? Aber kann ich mir beim besten Willen ehrlich gesagt nicht vorstellen. Okay, komm. Starstorm muss jetzt aber hier alles eben richten. Ja, sieht gut aus. Sieht sogar sehr gut aus. Ja, okay, Jeff. Ja, gut. Sind wir uns, denke ich, mal einig. Aber Psy Plague, das wird es jetzt beenden. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Ja. Sehr geil. Schön. So gefällt mir das. So kann es doch weitergehen. Und wie viel XP kriegen wir? Ja, das sieht doch schon mal anders aus. Jeff ist Level 62. Offensive 1. Maximum AP 1. Schlecht. Post Level 60. Offensive 4. Defensive 5, Speed 1, Guts 1, Vitalität 1, IQ 1, Maximum HP 15, das lese ich gerne. Und Maximum PP 5, ja gut, geht besser. Aber geht auch bedeutend schlechter. Ich weiß das. Ich habe da genug mitgemacht, dass ich das weiß. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir den Endgegner hier gesehen? Bin ich jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Na gut, Fire wird hier nichts bringen, ne? Major Psychics, Psychics Psycho. Ein Zungenbrecher. Okay, Soul Consuming Flame, da ist Freeze doch, denke ich mal, wirklich eine richtig geile Sache. Und Starstorm, klar. Starstorm ist einfach Starstorm. Brauche ich, glaube ich, nicht weiter drauf eingehen. Warum hat Ness sein Level-Up noch nicht gekriegt? Eigentlich müsste er doch jetzt auch, oder? Okay, scheiße. Ein Psychic Power Shield. Das ist jetzt denkbar ungünstig. Autsch. Und das Problem ist, es geht auch jetzt direkt weiter mit weiteren lustigen Psy-Attacken. Während meine PP immer weiter sinken. Das ist richtig kacke. Aber gut, wir haben immer noch unsere Bash-Angriffe und unsere geilen neuen Waffen, die wir bei dem natürlich mit Vorliebe anwenden. Es sei denn, er weicht aus. Der Arsch. Okay, Paralysis. Ja gut, ist nicht weiter schlimm. Oder auch... Doch, okay. Ah, geil, Jeff, do nothing. Super. Ja, das Problem ist, Jeff bleibt jetzt, glaube ich, soweit numb, oder? Ah, da ist ein Ness-Level. 74, Offensive 2, Speed 1, Maximum AP 1. Ja, okay, geht besser. Und Maximum PP 2, was für eine Enttäuschung. Aber Paula... Offensive 2, Vitalität 1, Glück 1, Maximum AP 4. Ja, gut. Das geht selbstverständlich alles besser, da brauche ich euch nichts erzählen. Geil, ne? Das alles, nur um rauszufinden, dass wir jetzt hier in einer Sackgasse drin sind und von vornherein schon mal den falschen Weg gelaufen sind. Ja, komm, nützt nichts, da muss ich nochmal gegen die antreten. Oh, nochmal dieselben. Naja, gut. Dann gehe ich aber jetzt von vornherein schlau an die Sache ran. Ist im Endeffekt ja auch sowieso so eine Sache. Einfach mal... Ach, super, do nothing. Geil. Einfach mal ein bisschen auch mit den PP zu haushalten und bei den Gegnern die Psy-Kräfte anzuwenden, wo es auch wirklich was bringt. Menschen sind halt mehr gegen Schläge. Oh! Jawoll! Okay. Ja, das ist cool. Das ist nicht schlecht, das gefällt mir. Warte mal eben ganz kurz. Ich habe doch bestimmt... Healing Omega müsste doch eigentlich Numbness heilen, oder? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob auch die Beta-Kraft da was gebracht hätte. Aber ich will es auch ehrlich gesagt nicht rausfinden. Es wären im Endeffekt PP gewesen, die ich da verschwendet hätte, falls es eben nicht ausgereicht hätte. Na komm, ich mache einfach mal wieder dasselbe. Warum auch nicht? Ah, hier kann ich doch jetzt... Na, kacke. Guts, habe ich irgendwelche geilen Guts? Nee, habe ich glaube ich nicht, oder? Defense Bay? Nö. Oh, den Hungry HP Sucker. Na, den nehmen wir. Ah ja, und Poe Bash nochmal drauf. Ah, scheiße, das hat hier überhaupt nichts gebracht. Das ist jetzt doof. Aber ob sie Playing bringt was. Oh
Und der Part ist vorbei. Wie? Ja, komm, den besiege ich noch eben schnell. Oder auch nicht. Also schnell ist wirklich was anderes, sind wir mal ganz ehrlich. Okay, also hier sind Faustangriffe auf jeden Fall doch eher besser. Außer natürlich die von Jeff, weil Jeff ist halt generell eher ein bisschen schwächer auf der Brust. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's dann mal wieder mit diesem Part. Ich glaube, ich hole mir hier die Level-Ups, die ich brauche und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao!